Begriffe Hoffnung und Erwartung. Damals Wort für Wort, heute Raum in mir. Das war der Leitgedanke, der uns dieses Jahr durch den Advent geführt hat. Anfangs war die Krippe vor dem Altar leer. Woche für Woche wurde sie gefüllt mit unserer Hoffnung, unserer Erwartung, unseren Nöten und Anliegen. All diese Gedanken wollen wir heute dem menschgewordenen Christus übergeben, der uns in dieser Nacht geboren ist. In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, dass alle Bewohner des Römischen Reiches namentlich in Listen erfasst werden sollten. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in die Stadt gehen, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, der in Bethlehem geboren wurde, ging er von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. Als sie in Bethlehem waren, brachte Maria ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, weil es im Gasthaus keinen Platz mehr gab. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich bringe euch in allen Menschen große Freudenbotschaft. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Geht und überzeugt euch selbst. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört alle Ehre, denn er wendet sich den Menschen in Liebe zu und bringt der Welt den Frieden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.